Hallo, mein Name ist Martin Fromm und ich unterstütze natürlich auch die Aktion Vielfalt pflegen. Denn man ist ja unsicher in diesem Bereich, im Behindertenbereich. Man weiß ja nicht, wenn der Patient blind ist und auf einen zukommt, sagt man dann, oh, schön Sie zu sehen. Oder wenn der Patient im Rollstuhl auf einen zukommt, sagt man dann, na, wie geht's? Gespräche auf Augenhöhe sind wichtig, aber schwierig, wenn derjenige halt kleinwüchsig ist, nicht? Ich habe zum Beispiel noch nie als Patient den Eröffnungssatz gehört, den ihr andauernd vom Arzt hört, wenn ihr dahin geht, nicht? Was fehlt Ihnen denn? Ich hätte zum Beispiel, wenn ich Arzt wäre, ich könnte mich ja auch zum Beispiel niemals mit einem Gehörlosen unterhalten, nicht? Der wird ja dann nur die Hälfte verstehen. Wie gesagt, alles Wichtige ist im Praxishandbuch. Lest das nach, das ist klasse, das Ding. Ich habe auch erfahren, ganz neue Denke ist jetzt, dass Menschen mit Behinderung im pflegerischen Bereich eingesetzt werden sollen. Finde ich geil, nicht? Also ich habe mir gedacht, ich werde Chirurg. Ich guck mal, müsste eigentlich klappen, nicht? Und ja, vielleicht auch nicht. Musik.